Riju und Link gucken sich tief in die Augen und es knistert zwischen ihnen. In The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, wir haben im letzten Mal eine Menge Spaß hier gehabt. Mit dem Kurs der Wai. Mega lustig. Und ja, Riju hat auch noch einen Auftrag für uns und wir wollen mal gucken, was sie so für uns hat. Mir ist nicht verborgen geblieben, was du für die Mitglieder meines Stammes getan hast. Als Königin danke ich dir. Sag, sag. Hiermit bist du eine Ehrengerudo. Ein Ehrengerudo. Und als solches vertraue ich dir mit Freuden unser heiliges Erbe an. Oh, wir haben bereits alle Quests hier scheinbar fertig. Okay. Ich bin der Meinung, es gibt noch eine Quest. Okay. Donnerhelm. Kein Blitzschaden. Geile Sache. Heiliges Erbe der Gerudo, des Gerudo-Stamms. Der Helm leitet selbst die größten Stromschläge von seinem Träger ab. Nur die Königin der Gerudo kann seine Kraft nutzen. Du bist es, der den Donnerhelm tragen sollte. Keiner ist so Bosas Kraft so würdig wie du. Der Schatz der Gerudo. Geschafft. Ja, nice. Kannst du noch was sagen? Was ist? Möchtest du immer noch? Machst du dir immer noch Sorgen um uns? Oder gefällt dir die Stadt so gut, dass du gar nicht mehr weg möchtest? Wie dem auch sei, du musst weiterziehen. Das weißt du selbst am allerbesten. Aber wenn du einmal zurückkehrst, sobald das alles vorbei ist, dann würden sich alle freuen, denke ich. Ist das eigentlich schon eine Anspielung auf den DLC, der im Winter rauskommt? Wäre cool, oder? Naja, gut. Wir haben den coolsten Helm von allen gekriegt. Er sieht so belabert aus eigentlich. Keiner kennt uns. Eigentlich sieht er ein bisschen dumm aus. Ich frage mich auch, ob man durch die Steine da durchgucken kann. Passt das ungefähr von der Höhe? Aber ich sehe gerade, von innen scheinen die nicht durchzugehen. Das heißt, er guckt so oder so gegen eine stumpfe, goldene Metallwand. Ich weiß nicht, wie dieser Helm wirklich praktisch sein kann, aber okay. So. Sagst du was dazu? Oh, Stampf, Stampf. Es ist weggegangen. Hört es jetzt auf, immer Stampf, Stampf zu machen? Ja, wahrscheinlich. Ja, weggegangen nicht. Du kannst es ja eigentlich sogar sehen. Also. Gut. Warum steht's jetzt hier? Diese Ast ist was? Bezaubernd. Aber ich habe keine Edelsteine, die ich als Materialien anbieten könnte. Und einfach welche zu kaufen, dann kann ich mir nicht leisten. Für mich ist wohl die Zeit noch nicht gekommen, eines zu besitzen. Oh. Wir haben ganz viele, du kannst eigentlich ganz für uns haben. Hier. Na, das vielleicht nicht, aber das hier. Ein Voi, hier ist ein Voi, sofort festnehmen. Oh. Ist das Wichtigste echt nur das Gesicht? Das möchte ich jetzt mal testen. Stumpf rausgeschmissen. Du wagst es, dich noch einmal hier zu zeigen? Ich hatte doch deutlich gesagt, dass wir keine Voi in der Stadt lassen. Hast du das jetzt endlich verstanden? Dann hab und lass dich hier nie wieder blicken. Jetzt bin ich gespannt. Nur das Kopfding? Oder immer alles? Wo ist denn das? Da. So, dann möchte ich gerne, keine Ahnung, oberkörperfrei trotzdem rumlaufen. Fällt vielleicht ein bisschen auf. Okay. Das funktioniert schon mal nicht. Hat mich auch gewundert. Das wäre jetzt echt witzig gewesen, wenn das funktioniert hätte. Okay. Dann probieren wir es mit was verdecken. Nee, ist nicht verdeckt genug. Hier, ganzer Oberkörper verdeckt. Ihr könnt mir gar nichts. Oh. Okay. Es muss ein Kombo aus beiden sein. Schade. War ein Versuch wert.
Gut, dann, ich bin der Meinung, da war noch eine Quest. Hä? Die kennen die Hose oder was? Wow. Das verwundert mich jetzt. Oder gehen nur die Sandstiefel als Kombi dazu? Kann natürlich auch sein. Naja, gut. Machen wir es halt so. So. Ich möchte hier nochmal nachgucken. Ich glaube, hier war eigentlich noch eine Quest. Wie kann Rico uns schon den Helm geben? Fasak. Bist du eine Lianerin? Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich bin ziemlich sicher, dass es noch nicht für unseren Laden reicht. Wir verwenden ein ganz besonderes Eis. Am besten kommst du wieder, wenn du den Unterschied zu schätzen weißt. Besonderes Eis? Wir beziehen unser Eis aus dem königlichen Eiskeller. Deshalb kühlt es unsere Getränke nicht nur, sondern veredelt zusätzlich noch den Geschmack. Aber du siehst mir noch etwas jung aus, um in unseren Laden zu kommen. Was empfiehlst du? Oh. Unsere Spezialität ist der Cocktail Vai Vai Vai. Die meisten Vai kommen deswegen hierher. Er ist süß und ganz leicht salzig, genau wie die Liebe. Aber du siehst mir auch etwas jung aus, um in unseren Laden zu kommen. Habt ihr wenigstens Milch für mich? Oh. Milch? Bist du etwa ein kleines Fefi? So etwas haben wir hier nicht. Fefi? Soll das Baby heißen? Okay. Wahrscheinlich hat die Kleiderhändlerin Greta dich auf den Arm genommen. Ich frage mich, was die immer heimlich treibt. Eine unserer Kunden hat letztens von einem Laden erzählt. Je mehr man etwas verstecken will, desto mehr fliegen die Kleinen darauf ab. Aber du siehst mir... ja, okay. Da fällt mir auf, Pocky macht sich in letzter Zeit rar. Früher kam sie fast jeden Abend hierher, um einen Vai 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 zu trinken. Ah. Oh, Entschuldigung. Mit dir hat das Eis natürlich nichts zu tun. Pocky? Wer ist Pocky? Deltan? Ira? Geiler? Hä? Ich bin der Meinung, dass sie uns eigentlich eine Quest geben sollte. Und hier ist eigentlich auch meine. Ach, ich hab keine Ahnung. Wo ist Pocky? Hey, das Mittel ist weg. Nein, wer bewacht jetzt die ganzen Bären? Bist du Pocky? Nein. Pocky, was für ein Name. Was hätte man Pocken? Felora? Nö. Wer kann das denn sein? Zeiger? Irgendwie erinnert mich der Name Seiger an irgendwas. Ich weiß nur nicht an was. Oh, das ist auch noch ein Haus, wo wir noch nicht drin waren. Okay. Da helfen wir auf die Sprünge, aber haben wir die Quest gemacht, wo wir Eis holen mussten? Aus dem Keller? Für dieses Getränk? Oh, da wir schon mal hier sind. Du hast ja alle Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Für 4 Zeichen der Bewährung kann ich dir neue Kraft gewähren. Was ist dein Begehr? Herzen. Möchtest du ein zusätzlichen Herzcontainer? Ja. So sei es. Yeah. Sau geil. Jetzt haben wir schon 21. 15, 20, ja. Ein Herzcontainer. So gut. Bringen Frieden nach Hyrule zurück. Alles klar. Sehr schön. Haben wir das schon mal? Ja, keine Ahnung, wo Pocky ist. Warum sammelt ihr euch hier? Perl? Kein Pocky. Sag mal, habt ihr schon von einem Voi gesehen? Habt ihr schon mal einen Voi gesehen? Also ich, wenn ich mal groß bin, dann lerne ich bei Frau Schei alles über Voi und so. Der Kurs ist nicht gut. Der ist nicht gut. Meine Mama hat gesagt, es ist komisch, dass eine ledige Frau wie Aschai
einen Kurs über Feuer anbietet. Was bedeutet eigentlich ledig? Ich habe gehört, wenn man sich in einen Wolf verliebt, ist das süßer als jedes Obst. Sogar süßer als Wildbeeren. Das glaube ich erst, wenn ich meinen eigenen Wolf gebissen habe. Du willst ihn beißen? Was ist mit dir? Ah, ihr habt das nicht ganz verstanden. Ah, okay. Pinja. Lisa. Wie heißt du? Atori? Wir haben ihre Robbe noch gar nicht besucht, oder? Von Pichu? Können wir eigentlich auch machen. Wer bist du? Kein Name. Ah, da. Katoru. Die Königin erlaubt dir zu, einzutreten. Du musst jemand ganz besonders sein. Du sagst genau das, was die andere da hinten auch sagt. Na, egal. Hier seid ihr. Alles auf der Seite? Muss ja. Ah. So, wer bist du? Savasaba. Adoro. Savasaba. Bist du hier zu Besuch? Oh. Dies hier ist das Wertegemach der ehrwürdigen Sandrobbe unserer verehrten Königin. Die ehrwürdige Patricia ist eine ganz besondere Sandrobbe, die auch als achtbares Orakel dient. Okay. Wenn du vor der ehrwürdigen Patricia ein Stück Obst ablegst, wird sie dir eine großzügige Weissagung verraten. Und sie wird ihre Weissagung sogar reimen. Ja, jetzt bin ich gespannt. Patricia, wir haben dich schon mal in Aktion gesehen. Du wählst die Luft zu. Cool. Kunststücke kannst du auf jeden Fall. Obst. Was haben wir denn so an Obst? Eigentlich haben wir so relativ viel. Hier kriegst du einen Apfel. Zack. Ja. Ah, gut. Oh. Früchte, die wertvoller pro Stück, bedeuten am Ende auch mehr Glück. Doch das wahre Glück ist ihre Poesie. Ihre Ehrfurcht, gebietenden Worte haben mich zutiefst bewegt. Sie ist einfach nur gierig? Wie wäre das? Hier, eine Wildbeere. Kannst du gar nicht nein sagen. Zack. Ja, richte dich aus und... Nom 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 nom. Die sind super lecker, ja? Die gerude Hochebene und wehe ich höre Lachen, führt zum Drachen. Man beachte den genialen Einschub. Wow. Okay. Ihre Ehrfurcht gebietenden Worte haben mich zutiefst bewegt. Okay. Hast du noch eine Melone? Ja, komm. Wir haben es ja hier, da. Zack. Ist die Melone. Gucken, was wir für eine Melone für eine Info kriegen. Vielleicht ja mal irgendwas Tolles. Wobei der Drache ist schon ganz cool. Im Süden der Gerudo-Wüste, im Süden der Wüste herrscht extreme Hitze. Gute Ausrüstung findet Geschwitze. Wieder ein goldiger Wein. Wow. Okay. Soweit waren wir auch schon. Hier kriegst du noch eine Banane. Magst du das? Zack. Oh. Früchte, die wertvoller pro Stück, bedeuten am Ende auch mehr Glück. Toll. So, was haben wir noch nicht gehabt? Ich will dieses Maxi-Durian eigentlich nicht benutzen. Hier kriegst du eine Palmfrucht. Hattest du auch noch nicht. Zack.
das haben wir auch schon. Okay. Jetzt sind wir richtig spendabel. Wenn jetzt nicht die geilste Info kommt, die du jemals gegeben hast, dann weiß ich auch nicht. Kostet 60 Rubine. Im Süden der Wüste. Wow. Okay. Hat sich gerade erledigt. Du bist einfach nur gefräst. Toll. Schöne Maxidorian verschwendet. Ein Stofftier. Warte mal. Hier werden die gebastelt. Von dir? Für die Königin? Okay. Aber wir können es da nochmal eine Gerudolanze schnappen. Warum eigentlich nicht, ne? Wow. Ich liebe diese Waffen, ne? Die sehen echt cool aus. So, gut. Haben wir das auch hinter uns? Oder auch gesehen? Ja, so. Jetzt wird es langsam Abend. Das ist gut. Jetzt möchte ich nochmal kurz nochmal zu den Dingen hinlaufen. Ja, Massage und so. Vielleicht ist hier jetzt da oder so. Aha. Petrina, du bist Nero. Oh, ein hyanischer Weih, Safsava. Alter, die betrinkt sich ja richtig hart. Das ist wirklich das Einzige, was mich so richtig wach macht. Okay. Und du? Safsava. Safsava. Du liebe Güte, du... Siehst nicht so aus, als wärst du alt genug, um trinken zu dürfen. Wie alt bist du denn? Ich bin über 100 Jahre alt. Das kannst du mir ruhig glauben, das stimmt. Du bist mir eine lustige Weih. Lass uns einen zusammen trinken, wenn du älter bist. Dann gebe ich dir einen aus. Aber ich rede doch schon die Wahrheit. Oh. Wasag. Kommt noch etwas Neues? Noch ein besonderes Eis vielleicht? Eiskeller, so ein Geschmack. Schade. Alter, die pennt hier auch den ganzen Tag auf der... Warum bist du jetzt? Du bist unheimlich, Frau. Hi. Solche Kleidung verkaufen sie doch bei Wüstenblume, oder? Ich wollte da auch mal einkaufen. Wie fühlt sich die Kleidung denn an? Moment mal. Bist du etwa ein Junge? Hab ich's doch gewusst. Nicht schlecht. Du bist hier. Du hast es hier reingeschafft. Und niemand hat's gemerkt. Ich meine, die Gerudo passen zwar nicht so besonders gut auf, aber trotzdem. Keine Angst, ich verrate dich nicht. Wir hyanischen Weih müssen ja schließlich zusammenhalten, nicht? Wie sie es einfach so sieht und alle anderen sind ein bisschen dümmlich. Aber sie gucken auch nicht so genau hin. Aber Juli scheint echt auf Zack zu sein. Im Verhältnis zu euch allen. Naja, gut. Dann gehen wir einfach mal selber zum Eiskeller und gucken, ob wir die Quest so kriegen können. Warte mal, wo bin ich gerade? Oh, hier, okay, da raus. Da kann ja nicht schaden, eine extra Quest zu haben. Das ist der Eiskeller. Vielleicht müssen wir auch erst mit dir reden, durch Zufall oder sowas, weil wir das. Eigentlich sind die Gemäuer ja schon ziemlich interessant. Ja. Link ist mal wieder am Frieren. Bisschen nervig an der Wüste, sich immer umzukleiden, aber hey, irgendwas ist ja immer. Wenn wir uns teleportieren, haben wir das gleiche Problem. Von daher. Nicht so schlimm. Aha, das ist doch. Wow. Das hat gesessen. Oh, Link, schlag doch weiter. Ist er immer noch nicht tot? Wo ist denn noch einer? Hä?
Irgendwo fehlt noch einer. Ah, nein. Nee. Eigentlich auch nicht. Ah. Hat's im Maul. Schade. Ich wollte eigentlich... Wo wollt ihr hin? Ah, die haben noch einen Kopf. Das ergibt Sinn. Alter, wer sich da hinstürzt, nur um diesen Kopf zu kriegen. Wow, 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 jetzt werden die aber echt viele. So, und auch noch. Jetzt habe ich euch aber alle, oder? Immer noch mit. Wow. Das ist, bemerkenswert. Wo ist denn jetzt noch ein Kopf? Langsam sollten die hier rausgehen. Ja, zeig mir mal den Weg. Aha, hier ist noch einer. Ups. So, habe ich euch jetzt. Aha, sehr schön. So, und dann müssen die ja jetzt auch alle fertig sein. Wenn die sich nicht aufgelöst haben. Nee, perfekt. Sehr schön. Das wird aber auch Zeit. Okay, das haben wir. Perfekt. So, dann schnappen wir uns den hier noch. Wir brauchen immer noch einen Feuerstab. Oh, kommt her. Ich nehme mich auch noch gerne mit. Oder ihr nehmt mich mit. Mann, hör auf wegzustellen, du Feigling. So. Das hat gesessen. So, dann schnappen wir uns den da auch noch, weil das Eisschwert ist mega gut gegen die. Mann! Hallo? Oh mein Gott! Ich beschütze dich! Alter, was ist hier los? Das kann nicht sein, dass mich so kaputt schaffen. Wow, das war mega fail. Das musste ja wieder passieren. Na egal. Nee, warte mal. Das war Mifa, die uns gerettet hat. Das heißt, unsere Feen sind noch da. Das ist gut. Mifa triggert zuerst. Die ist die erste, die uns hilft. Nicht so wie die faulen Feen, die sich opfern oder nicht opfern wollen. Naja, ich habe euch geschaut. Okay, das sind nur Wölfe. Hier ist der Keller. Kann ich hiermit eigentlich irgendwas machen? Nö. Schade. Hier ist aus Metall. So. Oh, sie schläft. Wer bist du? Ante. Wer da? Für heute ist Feierabend. Wenn es was gibt, komm morgen wieder. Okay. Das Eiskeller ist, muss das hier übelst kaltes Wasser sein. Aha. Hier werden die getrocknet oder so und dann so Eis gemacht. Hm. Na gut. Ich würde sagen, ich beende für heute den Part und warte für euch dann schon mal, ja, bis es hell wird. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Na egal. Gut. Jedenfalls bis ihr aufsteht. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.